Auch in St. Pauls wurde heute eine Gedenkfeier abgehalten, jene für den Südtirol-Attentäter Sepp Kerschbaumer. Und da war eines deutlich zu spüren: Die Selbstbestimmungsbewegung hat neuen Rückenwind erhalten, mit dem Zuwachs der Freiheitlichen und der Südtiroler Freiheit bei den Landtagswahlen. Auf dem Weg zur Gedenkfeier von Sepp Kerschbaumer, der gestern vor 50 Jahren in Verona an Verdruss gestorben sein soll. Er hat einfach die ganze Verantwortung übernommen und das ist für ihn natürlich sehr viel gewesen, sehr stark gewesen. Und das hat ihn dann belastet und hat dann einige Monate später hat es dann zum Tod geführt. Um 10.45 Uhr gehen die Spitze von Schützen und von Heimatbund die Kompanien ab. Man schätzt sich auf rund 1200 Mann und Markettenderinnen. Was? Zur Messe. Ohne blanke Säbel, aber mit göttlichem Beistand. Danach wird der Friedhof von St. Pauls zur politischen Kulisse. Thema: Die Südtiroler sind, wenn auch glückliche, Sklaven des italienischen Staates. Auch eine mit Wohlstand verbrämte Sklaverei ist auch heute kein erstrebenswertes Ziel und kann auch nicht die Zukunft Tirols sein. Neubauer hingegen peitscht auf zum Kampf. Bei der EU-Wahl sollen Mussolini-Bauten und Schutzmacht Österreich auf die Agenda kommen. Der Tag der Selbstbestimmung wird beschwört wie ein jüngster Tag. Rom muss klar gemacht werden, dass die Zeit des Kolonialismus in Tirol, in Bälde vorbei sein wird. Nicht mögliche Hindernisse und Bedenken sollen dabei im Vordergrund stehen, sondern das Bewusstsein, dass nichts stärker ist als die Idee, deren Tag gekommen ist. Es kann zwei Jahre sein, es kann auch drei, vier Jahre sein, das weiß man nicht. Dass Sepp Kerschbaumer auch ein politischer Hitzkopf war, das zeigte sich in einem seiner Flugblätter. Südtirol sei es unter Italien schlimmer ergangen als den zentralafrikanischen Völkern unter den Kolonialherrschern. Doch die belgischen Kolonialherren ermordeten Millionen Kongolesen und denen, die nicht genug Kautschuk sammelten, ihnen wurden die Hände abgehackt. Auch Kindern. Und dann findet auch Landeskommandant Elmar Thaler eine Parallele in Afrika bei Nelson Mandela. Auch dieser Mann, der heute vielfach als Freiheitskämpfer und Nationalheld gefeiert wird, obwohl er seinen Kampf für eine bessere Zukunft für sein Land mit weit brutaleren und blutigeren Mitteln, als es Sepp Kerschbaumer geführt hat, auch er hatte erkannt, dass langfristig Frieden und dauernde Freiheit nur durch massiven Druck vom Volke her ausgehen kann.